mit Sebastian diskutiert. Das ist jetzt wirklich das Ehrliche. Ich weiß, wenn Kabarettisten sagen, ich meine das ehrlich, dann kommt das nicht so, aber das meine ich wirklich ehrlich. Also das ist jetzt wirklich die allerletzte Nummer und es freut mich persönlich sehr. Das ist einer meiner Lieblingsnummern ist. Und die geht mit Hund, Baum, Fisch. Viel Vergnügen zur letzten Nummer und noch einmal, sie waren ein hervorragendes Publikum, was wir heute bekommen konnten. Also wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei euch. Es war wirklich ein ganz, ganz sensationeller Abend für mich. Und ein sehr potenter Abend, so viele Männer und Frauen hinter mir zu stehen, das macht wirklich Spaß. Also jetzt wirklich viel Vergnügen zur allerletzten Nummer, auf die ich mich persönlich sehr freue. Vielen Dank. Danke. Walking. Ich gehe ins Yoga-Studio und von da an hatte ich einen fantastischen Tag. Ich gehe zum Yoga. Ich gehe zum Yoga. Ich liebe Yogi Tag und Nacht. Ich werde flexibler, etwas stabiler. So geht es jedem, der Yoga macht. Und mich anschreit. Du hast meine Sojamilch getrunken! Er wurde richtig wütend und brüllte. Du hast meine Sojamilch getrunken! Irgendwie musste ich ihn beruhigen. Also sagte ich zu ihm, lass uns gemeinsam Pranayama machen. Und wir machten Pranayama. Wir machten Pranayama 10-mal! Ich geh zum Yoga. Ich geh zum Yoga. Partner-Yoga. Wir sind beide total begeistert davon. Vor allem die Position Adho Mukha Svanasana. Der Hund mit dem Gesicht nach unten ist unser Favorit. Mhm. Letzten Samstag musste ich mal früher als mein Freund aus dem Studio
Und so auf dem halben Weg fällt mir ein, ich habe meinen iPod vergessen. Ich drehe also noch einmal um und im Studio angekommen überrasche ich meinen Freund und eine unserer Schülerinnen, wie sie Brasarita Patota Nasana machen. Der gespreizte Adler! Was für ein Schock! Ich war so fertig, dass ich erst beim zweiten Mal hinsehen erkannte, dass er dabei nur assistierte. Jahrelang Pilates trainiert. Diese körperliche Arbeit und der Schweiß, das hat mir richtig gut getan. In letzter Zeit hatte ich aber so viel Stress, dass ich unbedingt auch etwas für meine Seele und meinen Geist tun wollte. Von Yoga hörte ich nur Gutes. Und dass es eine perfekte Kombination aus Muskeltraining und Meditation sei. Ich probierte es aus und siehe da, ich war begeistert. Inzwischen mache ich Hatha, ist nicht einfach, Hatha, Tantra, Tantra, andere sagen Viagra, Ashtanga, Bikram und Vinyasa Yoga. Man könnte sagen, Pilates und ich, wir haben uns getrennt, wegen spiritueller Differenzen. Ich wollte ein Workout für Körper und Seele, doch Pilates, das wollte nur meinen Körper.